Gibt es denn etwas, was ihr vielleicht den Eltern noch mitgeben möchtet? Ja, also ich kann durchaus verstehen, auch aus den Erzählungen meiner Mama von damals, ich kann verstehen, dass Eltern unheimliche Angst um ihr Kind haben. Ich denke, das hat, ich kann es selber nicht nachempfinden, weil ich keine Kinder habe, aber ich denke, das ist bei Eltern, die ein gesundes Kind haben, schon so. Und bei Eltern, die ein herzkrankes Kind haben, wahrscheinlich noch viel mehr. Trotzdem kann ich diesen Eltern raten, lasst euer Kind auch Kind sein. Hockt nicht wie die Glucke auf euren Kindern, weil ihr müsst, oder Eltern sollten immer dran denken, das Kind soll später ein ganz normaler, selbstständiger Erwachsener werden. Und das kann es nicht werden, wenn ständig Mama oder Papa hinterherlaufen und alles für das Kind tun. Ich habe auch schon oft erlebt, dass Eltern sagen, ich wünschte, mein Kind wäre gesund. Klar. Das wünschen sich alle und ich habe mir auch oft gewünscht, Mann, ich wäre lieber gesund. Und ich glaube auch, dass viele sich das im Jugendalter wünschen, so ab und an. Die Sache ist, wir sind nicht gesund und wir können uns das halt nicht aussuchen. Und wir können nicht mit dem Finger schnipsen und alles ist gut. Und wir sind halt palliiert. Genau, also der Frontalintubation ist halt eine palliierte Operation. Wir sind damit nicht geheilt. Und selbst eine Herztransplantation würde uns nicht heilen. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, meine Grenzen auszutesten, dann weiß ich auch nicht, wo die liegen. Mhm. Ja? Und dann mache ich vielleicht später erst diese Erfahrung, die ich eigentlich vielleicht schon als Kind hätte machen sollen. Wenn man da nicht mehr den Schutz hat, dann geht man zu weit. Genau, dann geht man zu weit und ja, das kann dann eben auch Folgen haben. Ja? Mhm. Wenn ich als Kind schon lerne, okay, da ist meine Grenze, dann weiß ich das eben auch als Erwachsener und muss mich vielleicht in der Pubertät nicht mehr unbedingt so stark austesten. Also ich habe zum Beispiel nie irgendwie, ich habe mich wirklich noch nie betrunken, also so, dass ich nichts mehr mitbekommen habe. Ja? Ich weiß, wo mein Limit liegt, ich weiß aber, wann ich lustig werde, aber ich entspannt werde und das ist für mich die Grenze, weil weiter will ich nicht gehen. Ich sage, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, Alkohol tut mir in einer gewissen Menge nicht viel oder nichts, aber ich spüre es trotzdem, das ist anstrengend für meinen Körper, also ich trinke gar keinen Alkohol. Mhm. Und ich austesten war für mich wirklich Sport, dass ich einen Sprintlauf mitgelaufen bin, obwohl ich den nicht hätte laufen dürfen und ich bin ihn halt mitgelaufen, weil sonst bin ich ja nicht gesund oder nicht cool genug oder was weiß ich, bis der Lehrer wirklich gesagt hat, das finde ich nicht selbst, du kriegst nur 6. Und da habe ich gemerkt, oh, ich bin vielleicht ein bisschen zu weit gegangen.